Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. So, heute haben wir ein etwas anderes Video. Nämlich haben wir heute wieder ein Video für Anfänger. Nämlich möchte ich in diesem Video erklären, was ist eigentlich Ultimate Team, wie kann man in Ultimate Team Coins machen, was für Spielmodi gibt es. Und ja, ich werde also für Anfänger das ganz komplex in 10 bis 15, vielleicht 20 Minuten mal erklären. Und dafür ausführlich und nach dem Video wisst ihr ganz genau, wie der Modus funktioniert. Ich habe das Video letztes Jahr schon gebracht. Das war mein mit Abstand erfolgreichstes Video mit 70.000 Klicks, glaube ich. Daher dachte ich mir, mache ich dieses Jahr wieder, weil einiges hat sich geändert. Und ja, so fangen wir erstmal an. Was ist Ultimate Team? Also Ultimate Team ist sozusagen nichts anderes als wie ein Manager-Modus, bei dem aber Spieler wie Cristiano Ronaldo und Messi nicht nur einmal zu haben ist, wie beim Karrieremodus, sondern es gibt sie öfter zu haben. Das heißt, jede Karte gibt es unbegrenzt oft. Je nachdem, wie oft sie gezogen wurde aus den Packs. Das heißt, ein Ronaldo gibt es jetzt vielleicht 100 Mal auf dem Markt. In 3 Monaten gibt es ihn 400 Mal auf dem Markt und immer mehr und mehr. Manche verkaufen ihn, manche spielen ihn. So, so viel zu Ultimate Team. Fangen wir mal an mit den Spielmodis. Also, ich werde das Video in mehrere Teile gliedern. Wir fangen mal erstmal mit den Spielmodi. Also, was für Möglichkeiten habt ihr zu spielen? Und da gehen wir hier mal auf Spielen und wir sehen hier, wir haben mehrere Modi. So, fangen wir mal an. Mit dem Offline-Modus, das ist Squad Battles. Also Squad Battles ist ein Modus. Hier habt ihr, glaube ich, 40 Spiele die Woche. Und ihr könnt hier gegen verschiedene von den Computer gestellten Teams antreten. Und je nachdem, auf welcher Schwierigkeitsstufe ihr gewinnt, desto mehr Punkte erhält ihr. So, gewinnt ihr auf Weltklasse, kriegt ihr 1400 Punkte plus je nach Ergebnis abhängig noch immer mal 200 bis 500 Punkte mehr. Das heißt, wenn ihr ultimativ 3 zu 0 besiegt, erhaltet ihr vielleicht so 2700 Punkte. Das sind nochmal eure Skillboni dann. So, durchschnittlich würde ich sagen, könnt ihr auf Weltklasse starten. Weltklasse, wenn ihr Weltklasse 3 bis 4-0 besiegt, könnt ihr vielleicht auf Legende rübergehen. Ultimativ, glaube ich, schafft niemand hoch zu besiegen, außer Profis vielleicht, weil Ultimativ ist schon extrem. Und ihr müsst halt beachten, es gibt hier verschiedene Teams. Hier haben wir ein 67er bewertetes Team von dem Computer, was halt Bronzespieler sind. Wenn wir aber weitergehen, hier mal auf ein 84er bewertetes Team, dann wird es natürlich schon komplexer und schwieriger natürlich. So, und wie macht ihr hier Coins? Also, pro Sieg, egal welche Schwierigkeitsstufe, erhält ihr 300 bis 500 Münzen. Was eigentlich schon okay ist, aber ihr merkt selber, wenn ihr mal auf den Transfermarkt geschaut habt, ein Ronaldo kostet 1,5 Millionen. Also nur durch Spielen werdet ihr den Ronaldo nicht erspielen können. Nämlich gibt es hier bestimmte Ränge. Und je nachdem, wie hoch eure Punktzahl ist, ihr habt es gesehen, beispielsweise, wenn wir hier auf Weltklasse, sagen wir mal, wir kriegen 1500 Punkte auf Weltklasse und ihr habt 40 Spiele. Dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel ihr braucht. So, für Gold 1 braucht ihr beispielsweise, okay, wir sind am Anfang der Woche, am Ende der Woche ist die Punktzahl etwas höher. Sagen wir mal, für Gold 1 braucht ihr Ende der Woche 10.000 Punkte und dann seht ihr die Belohnungen, die ihr erhält, wenn ihr dann also 7 Spiele auf Weltklasse gespielt habt, erhält ihr dann zum Ende der Woche beispielsweise ein Prime gemischtes Spielerpack, ein Prime Electrum Spielerpack und ein Jumbo Premium Goldpack. Was genau diese Namen jetzt sind, das wäre zu komplex. Das ist einfach eine Bezeichnung für nur seltene Goldspieler oder ja, zu den Packs kommen wir später. Das ist auf jeden Fall nicht so relevant. Es sind auf jeden Fall einfach gute Goldpacks so. Aber nicht die besten, weil wenn ihr mal hochgeht, hier auf Elite 1 Rewards, dann sehen wir, das sind gute Packs, ein seltenes Spielerpack. Das heißt, ihr habt einfach 12 seltene Goldspieler. Was bei den anderen nicht der Fall ist, da habt ihr auch Silberspieler beispielsweise. Und je nachdem, wie hoch ihr kommt, kriegt ihr auch bessere Packs. So Top 1 der Welt, also das ist fast unmöglich. Erhaltet ihr 4 Packs und nochmal 100.000 Münzen. Aber um halt auf Top 1 zu kommen, müsst ihr halt schon 40 Mal ultimativ 3 zu 0 besiegen oder so. Also das können wir weglassen. Dann haben wir Division Rivals und das ist ein Modus, der sozusagen nichts anderes ist als, ihr kennt es von dem normalen Ultimate Team her, den Online-Liga. Das ist einfach sowas wie eine Online-Liga. Und ja, hier habt ihr einfach eure wöchentliche Spiele. Je nachdem, in welcher Liga ihr dann seid. Beispielsweise, ich bin jetzt Liga 6, weil FIFA noch neu ist. Wenn ihr dann Liga 4 seid oder so, was realistisch ist, kriegt ihr dann wöchentlich beispielsweise hier ein 50k-Pack, ein 45k-Pack in klein und 12.000 Münzen. Und was halt hier relevant ist, das ist ein bisschen komplexer und
Anders als letztes Jahr, ihr habt die Online-Liga ganz normal. Die spielt ihr und kriegt wöchentlich donnerstags um 10 Uhr in der Früh, glaube ich, eure Belohnungen. Hier kriegt ihr sie Sonntag um 10 Uhr in der Früh, eure Belohnungen. So, was habt ihr aber davon? Weil der Traum aller FIFA-Spieler ist ja natürlich Foot Champions. Was ist Foot Champions? Das ist ein Modus, in dem messt ihr euch wöchentlich. Das geht von Freitag bis Sonntag. Und hier spielen halt nur nicht mal die besten Spieler der Welt, sondern um euch hierfür zu qualifizieren, müsst ihr. Und das ist jetzt ein bisschen komplexer. Ich hoffe, ihr kommt hier mit. Ihr erhält für jeden Sieg in eurer Liga eine bestimmte Punktzahl. Sagen wir mal 100 Punkte in Liga 5. Um halt dann euch für Foot Champions zu qualifizieren, müsst ihr 1500 Punkte sammeln in der Liga. Was an sich nicht schwer ist, weil in Liga 1 kriegt ihr, glaube ich, 500 Punkte pro Sieg. Das heißt, glaube ich, ihr braucht nur 3 Siege in Liga 1 oder 10 Siege in Liga 7. Dann erhält ihr eure 1500 Punkte. Und wenn ihr diese 1500 Punkte erreicht habt, könnt ihr euch für die Playoffs für die Weekend League qualifizieren. Also das gab es letztes Jahr nicht, das haben sie dieses Jahr eingeführt. Kein Mensch versteht wieso. Und wenn ihr euch für die Playoffs qualifiziert habt, müsst ihr 5 von 9 Spielen gewinnen und dann seid ihr für die Weekend League qualifiziert. Ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn ihr dann für die Weekend in der Weekend League seid, habt ihr eure 20 Spiele und je nachdem, wie viele Siege oder Niederlagen ihr holt, haltet ihr wöchentliche Belohnungen. Ja, das ist ein bisschen komplex. Das haben sie dieses Jahr eingeführt. Da sind viele FIFA-Spieler nicht drauf klarkommen. Letztes Jahr war es einfach so: Du erreichst eine bestimmte Anzahl von Punkten in der Online-Liga, also in Rivals, und bist dann direkt qualifiziert für die Weekend League. In der Weekend League hattest du letztes Jahr 30 Spiele, je nachdem, wie du abschneidest. Hast du dann deine Rewards bekommen? Rewards sind halt immer beispielsweise, du kriegst einen Spieler vom Team of the Week zufällig ausgewählt oder sonst wie. Das ist halt ein bisschen komplexer, aber ich hoffe, ich konnte es euch erklären. Das heißt, ihr spielt einfach eure Liga, sammelt 1500 Punkte, dann habt ihr die Möglichkeit, euch für die Weekend League zu qualifizieren, indem ihr 5 von 9 Spielen gewinnt. Wenn ihr das nicht schafft, 5 von 9 Spielen zu gewinnen, ihr habt insgesamt 7 Mal die Möglichkeit. So, also ich glaube, das dürfte jeder FIFA-Spieler schaffen. Ist halt ein bisschen komplizierter als letztes Jahr. Kein Mensch versteht, wieso die es gemacht haben. Auch, dass sie die Spiele von 30 auf 20 reduziert haben, ist auch ein Grund, aber ja. So, dann haben wir Freundschaftsspiele. Hier könnt ihr bestimmte Missionen machen. Dazu komme ich später nochmal. Ich spiele gegen Freund. Wenn wir hier auf Online spielen gehen, habt ihr verschiedene Modi, wo ihr halt einfach so mit einem Spieler weniger alle 10 Minuten, dass jeder Spieler maximale Chemie kriegt und so weiter. Dazu kommen wir später. Dann haben wir Online- und Offline-Draft. Das heißt einfach, ihr zahlt hier beispielsweise 15.000 Münzen. Kriegt hier zufällig, dürft ihr euch selber ein Team zusammenstellen. Also ihr kriegt für jede Position 5 mögliche Spieler zum Auswählen. Wählt die dann aus. Und ja, je nachdem, dann habt ihr maximal 4 Spiele, also ist wie ein Turnier mit Achtel, Viertel, Halb und Finale. Und je nachdem, wie weit ihr kommt, erhaltet ihr auch Packs. Das heißt, grundsätzlich geht dazu, hier viele Packs zu erhalten. So, das soll so viel zu den Spielmodi gewesen sein. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich bin gerne da, um sie zu beantworten. Und ja, das mit den Spielmodi ist ein bisschen. Also eigentlich relativ einfach, nur mit Foot Champions ist ein bisschen kompliziert, aber das ist nicht so, das ist einfach, Foot Champions ist, da messen sich die Creme de la Creme. Hier will jeder hoch, weil es hier gute Belohnungen gibt. Hier könnt ihr eine Menge Coins machen und ja, gehen wir mal weiter zum Menü. Das soll so viel dazu gewesen sein. Dann erkläre ich euch mal mit dem Kader ganz kurz die Sachen. Ihr habt hier, das ist jetzt aktuell mein Team. Ihr habt verschiedene Spieler. Und die linken halt nach Nation und nach Liga. Wenn wir beispielsweise sehen, wir haben hier einen Rashford und einen Pogba, die haben einen Doppellink, einen grünen Link meine ich, weil die halt einfach in einer Mannschaft spielen. Das heißt, dadurch erhalten sie schon mal Chemie. Das heißt, ich könnte jetzt den hier auch auf die Bank tun, die würden trotzdem volle Chemie haben. Also einmal linkt man sich nach Mannschaft, einmal nach Liga und einmal nach Nation. Das heißt, die haben auch Chemie. Ich könnte jetzt beispielsweise, wenn ich Hazard statt Rashford spielen würde, würden wir sehen, wir haben Hazard hat nur 3 Chemie, weil einfach er nicht linkt zu den anderen Spielern. Er linkt weder zu Pogba noch zu Aubameyang noch zu Reguilón. Und ja, das ist auch zu beachten. Das heißt, ihr müsst eure Teams immer bauen, indem ihr Links habt, weil
Wenn ihr nur 3 Chemie habt, ruft er, glaube ich, nur 30% eurer Leistung ab, von der möglichen Leistung. Das heißt, er hat auf jeden Fall dann keine 84 Tempo, keine 80 Schuss. Er wird einfach mehr Fehlpässe spielen, er wird einfach schlechter spielen. So viel dazu. Das ist halt eine Sache, die ihr beachten müsst. Die andere Sache, die wir haben, das sind Chemistry Styles. Was ist Chemistry Style? Chemistry Styles ist jetzt beispielsweise, wir können hier Verbraucherobjekte anwenden, indem wir ihm einfach zum Beispiel einen Vertrag geben. Ihr müsst alle 30 Spiele mal einen Vertrag geben, aber das sind Kleinigkeiten. Verträge kosten 150 Münzen auf dem Markt. Und ja, ihr könnt ihm hier Verträge geben. Ihr könnt ihm, manchmal verletzen sich die Spieler, dann gibt ihr ihnen Heilungen. Und was sind Chemistry Styles? Also Chemistry Styles haben wir hier. Der gibt dem Spieler dann nochmal einen Boost. Drei Striche heißt wahrscheinlich so 10 Boost. Und wir sehen hier, meinen Aubameyang habe ich Hunter gegeben. Hunter ist das beliebteste. Also es gibt Hunter, ach, also ich dachte schon, ich habe mich verdrückt. Es gibt Hunter und Shadow. Die sind so die beliebtesten. Shadow gibt man Verteidigern. Die halten dann 10 Verteidigung und 10 Tempo. Und Hunter, da halten sie, wir können es hier mal sehen auf Attribute Teils. Wir sehen hier, er hält 10 Schuss. 10 Tempo meine ich und gefühlt nochmal durchschnittlich so 10 Schuss. Also das heißt, er hat da jetzt 97 Antritt und 99 Sprintgeschwindigkeit. Er hat 95 Stellungsspiel und ja, das soll so viel dazu gewesen sein. Das ist das mit den Chemistry Styles und mit der Chemie erklärt. Das heißt, ihr müsst einfach schauen, immer, dass eure Spieler gut linken. Das ist relativ wichtig. Das heißt, ich könnte in das Team jetzt keinen Kimmich einbauen, weil er halt einfach nicht linkt. Hier hätte er dann nur 3 Chemie wieder. Das macht keinen Sinn. Das heißt, ihr müsst eure Teams immer so bauen, dass die Spieler halt auf genug Chemie kommen. Was man hier zum Beispiel jetzt machen könnte, wäre hier ein Rüdiger einbauen, ein Kimmich und ein Werner. Dann hätten diese schon mal mehr Chemie, weil ein Werner linkt einfach zu Rashford und zu Jesus und zu Kimmich. Kimmich linkt zu Rüdiger, weil sie halt in der gleichen Nationalmannschaft spielen und solche Sachen. Das ist halt ein bisschen komplex, aber das ist ja auch das Geile im Ultimate Team, dass man einfach sieht, dass man nicht jeden Spieler miteinander spielen kann, sondern man muss bestimmte Sachen beachten. Aber es lässt sich auch einiges umgehen. Das heißt, wenn ich Messi hier einbauen will, dann schaue ich halt einfach, dass ich vielleicht irgendeinen argentinischen Rechtsverteidiger oder argentinischen zentralen Mittelfeld von der Premier League hole. Ihr könnt diese Spieler auch zu den Positionen ändern. Beispielsweise könnt ihr ein Firmino jetzt noch zum Mittelstürmer und dann zum Stürmer machen oder von zentral-offensiv auf zentral-mittelfeld und von zentral-mittelfeld auf zentral-defensives Mittelfeld. Also ihr könnt ein Rechtsmittelfeld nicht zu einem zentral-mittelfeld machen, aber ihr könnt ein zentral-mittelfeld zu einem Stürmer oder zu einem Sechser machen. So, das soll so viel zu den Positionen und zum Verein gewesen sein und zu der Chemie. Jetzt erkläre ich euch mal den Transfermarkt. Wie funktioniert der Transfermarkt? Also der Transfermarkt ist relativ simpel. Wir haben hier beispielsweise, können wir nach Spielern suchen. Wir haben natürlich auch Ikonenkarten, dazu komme ich gleich. Wir suchen jetzt mal zum Beispiel nach Marc-André Ter Stegen. Wir gehen mal rein hier und es gibt einen Ter Stegen, zum Beispiel hier, kostet momentan 20.000 Münzen, was relativ billig ist. Später zum anderen Zeitpunkt des Jahres gehen die hoch auf 50.000 bis 70.000 Münzen. Dann wird auch noch für SBCs gebraucht werden, dazu komme ich gleich. Wenn wir mal schauen, wir können hier maximal sofort Kaufpreis suchen. Das heißt, für den Preis möchten wir ihn sofort kaufen. Wir sehen, für 20.000 gibt es ihn nicht. Für 21.000 könnten wir ihn sofort kaufen. Dann sehen wir hier, alle kosten ungefähr gleich. Wir können mal schauen, ob wir ein bisschen billiger kriegen. Vielleicht für 21.250, nein. Für 21.500, ja. So, das wäre jetzt der billigste auf dem Markt, den könnten wir jetzt kaufen. So funktioniert grob der Transfermarkt. Wenn ihr ihn nicht sofort kaufen wollt, sondern erbieten, macht ihr beispielsweise hier mal 19.500 erbieten. Und dann sehen wir, hier kommen alle unter dem aktuellen Gebot 19.500. Hier könnt ihr ihn dann nochmal versuchen zu erbieten. Ihr könnt aber nicht nur Spieler kaufen, ihr könnt natürlich auch Verbrauchsobjekte kaufen, wie Spielerverträge, Managerverträge, Positionen, das was ich euch gerade eben gezeigt habe, Chemistry Styles, Managerligen, das heißt, ihr könnt eurem Trainer eine Managerliga geben, Heilungen und so weiter, Spielerverträge. Dann haben wir Stadion auch, hier könnt ihr Vereinswappen und so weiter kaufen und nochmal Mitarbeiter, hier könnt ihr bestimmte Trainer kaufen. Und es gibt verschiedene Versionen von Spielern, nämlich wenn halt ein Spieler gut spielt, das heißt, er ruft in Real Life eine gute Performance ab, beispielsweise ein Spieler macht jetzt ein Hattrick. Was passiert, wenn ein Spieler einen Hattrick macht? Er kommt dann ins Team der Woche und das möchte ich euch mal zeigen.
Wo haben wir das Team der Woche hier? Das müsste hier sein. Ich weiß nicht, wie, hier Neuigkeiten. Hier können Sie sehen, wenn wir auf Neuigkeiten gehen, dann müssten wir Item Drops. Okay, ich finde gerade das Team der Woche nicht. Eigentlich wird es immer hier angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wieso es jetzt hier nicht angezeigt wird. Ihr habt das Team der Woche. Da kommen einfach Spieler rein, die eine besonders gute Performance hingelegt haben. Ich zeige es euch mal auf den Transfermarkt. Wenn wir das Team der Woche Spieler suchen. Hier sehen wir die beispielsweise. Wir haben hier einen Timo Horn. Der hat vorletzte Woche gut performt. Alle Spieler, die so in den letzten Wochen gut performt haben. Sehen wir hier ein Dest hat gut performt. Ich zum Beispiel habe, falls ihr wahrscheinlich schon ihn gesehen habt auf der Bank, ich habe hier Kimmich Team of the Week, der ist aus dem ersten Team of the Week, also jeden Donnerstag, Mittwoch um 19 Uhr erscheint das Team of the Week in den Packs für eine Woche lang. Ich habe mir Kimmich gekauft für 187.000 Münzen, der ist ein bisschen gefallen, dann ist er wieder ein bisschen gestiegen. Also ihr müsst auch den Markt so betrachten, FIFA, als ein Markt. Der hat wie in Real Life, wie der 18 macht, einfach sinkt und steigt, bringt ein Spieler gute Leistungen, kriegt dann Team of the Week und ist dann eine Woche nur noch in der Version zu ziehen. Das heißt, wenn ihr den normalen Kimmich habt, der wird eine Woche nicht zu ziehen sein. Das heißt, er steigt im Preis. Das heißt, das ist alles nochmal ein bisschen Marktwirtschaft. Da müsst ihr euch reinlesen. Also den ganzen Markt kann ich euch nicht erklären, weil das würde stundenlang dauern. Und teilweise habe ich da auch 11 Jahre FIFA-Erfahrung. Ich verkaufe hier momentan meine Verträge noch. Ihr seht hier, wenn ihr Spieler verkauft, also wie verkaufe ich Spieler, das zeige ich euch jetzt auch noch. Ihr habt Spieler die Möglichkeit zu verkaufen, indem ihr einfach Spieler auf, wie sehen wir es, auf den Transfermarkt anbieten könnt. Das heißt, ich könnte ihn jetzt hier einfach reinstellen, könnte ihn erstmal Preis vergleichen, okay, wie viel wird geboten. Dann sehe ich so, okay, er ist ungefähr 7.000 Münzen wert. Und dann stelle ich ihn einfach zum Beispiel für 7.000 Münzen rein. Hier zum Beispiel 6.800 jetzt kaufen und dann stelle ich ihn auf Transfermarkt rein oder ich sende ihn auf die Transferliste und wenn ich ihn auf die Transferliste sende, dann kommt er hier hin und hier kann ich ihn dann direkt auch hier verkaufen. Also es macht keinen Sinn eigentlich, ob ihn direkt über den Verein verkauft oder über die Transferliste. Hier habt ihr die Transferliste, hier habe ich dann meine Spieler, ich investiere momentan, weil ich halt hoffe, dass Ronaldo eine Player of the Month Karte kriegt. Und dazu komme ich gleich, dann sind wir schon bei den SBCs. Das heißt, hier seht ihr, hier ist der Transfermarkt, hier tut ihr alle eure Spiele drauf, die ihr verkaufen könnt, verkaufen wollt. Hier haben wir Kandidatenlisten, hier könnt ihr Spieler beobachten oder wenn ihr auf Spieler geboten habt und überboten wurdet, kommen die Spieler auch hier hin. Und ja, jetzt kommen wir mal zu den SBCs, das ist ein relativ spannender Fakt. Also hier nochmal der Shop, ganz kurz. Über den Shop könnt ihr bestimmte Packs kaufen. Wir sehen hier, es gibt Promo-Packs, hier könnt ihr mit Points oder mit Coins Packs kaufen, mit FIFA-Coins, also mit den Münzen würde ich euch auf keinen Fall raten, Coins zu kaufen, weil der Sinn dabei, Packs zu kaufen, weil der Sinn dabei ist einfach, ihr gebt eure Points aus, also diese 350, um halt bestimmte Spieler zu ziehen, die ihr verkaufen wollt. Wenn ich zum Beispiel einen Messi ziehe, der 800.000 wert ist, möchte ich nicht mit diesen 800.000 Packs aufmachen, weil das macht keinen Sinn, weil das ist ein Teufelskreis, in dem ihr verlieren werdet. Das heißt, niemals mit FIFA Coins Packs aufmachen. Wenn dann mit Geld, und das ist die Sache, gibt man Geld für ein Spieler aus, ja oder nein? Das ist halt die andere Sache, ich bin kein Fan davon. Ich habe es jetzt als YouTuber gemacht, ich habe 230 Euro ausgegeben, habe dadurch vielleicht 600.000 bis 700.000 Münzen gemacht. Das war relativ glücklich. Obwohl ich nicht so gute Spieler gezogen habe, hatte ich irgendwie doch im Endeffekt Glück. Weil da waren halt vielleicht 10 Spieler dabei, die ab und zu 40.000, 50.000 Münzen wert waren und es sammelt sich halt. Ja, kommen wir mal jetzt zu den SBCs und das ist eine geile Sache, die sie vor ein paar Jahren eingeführt haben, die aber auch ein Stück komplexer ist. Nämlich haben wir hier André Talisca und André Silva. Und bestimmte Aufgaben. Das heißt, hier kommen bestimmte Aufgaben, also fast jeden Tag oder alle paar Tage, wo ihr bestimmte Packs dafür bekommt. Wir sehen hier beispielsweise, gehen wir mal auf, ich mache euch dann auch gleich ein Beispiel vor,
Gehen wir mal auf André Silva. Wir sehen hier André Silva. Ich möchte diese Karte jetzt abschließen. Das heißt, wenn ihr diese Mission jetzt abschließt, erhaltet ihr diesen Spieler hier. So, schauen wir uns mal an. Das ist jetzt kein guter Spieler. Ich werde ihn nicht abschießen. Ich werde euch ihn nur zeigen. So, wir gehen hier auf Team selbst bauen. Und dann steht hier, so, das rechts sind die Herausforderungen, damit wir André Silva bekommen. Das heißt, wir müssen mindestens einen Bundesligaspieler im Team haben. Wir müssen eine Teamchemie von 80 haben. Das heißt also, die müssen miteinander verbunden sein. Das heißt, sie dürfen nicht nur rote Links sein, sondern es müssen grüne Links sein. Das heißt beispielsweise, ich nehme jetzt hier Axel Witzel. Der passt. Dann versuche ich noch einen Spieler aus der Bundesliga zu nehmen. Zum Beispiel einen Süle, weil die haben dann schon eine gelbe Chemie. Und dann nehme ich nochmal einen Rechtsverteidiger, auch aus der Bundesliga. Man kann natürlich auch filtern. Hier, ich suche hier nach Bundesliga. So, und dann sehe ich hier Widmer und die haben dann alles schon mal Chemie. Und dann versuche ich halt so 11 Spieler aufzufüllen, dass halt diese Herausforderung rechts erfüllt wird. Mindestgesamtwertung, das ist einfach die Durchschnittsbewertung. Die muss in diesem Fall mindestens 83 sein. Das heißt, ihr könnt nicht nur so 75er Spieler machen, weil im Endeffekt muss eure Teambewertung 83er sein. Das heißt, ich müsste im Durchschnitt 11 Witzel abgeben, um halt auf diese Challenge zu kommen. Dann könnte ich die abschießen und dafür ein anderes Silver machen. Ich zeige es euch mal vor hier an dem Upgrade Pack. So, wir haben hier ein Gold-Upgrade, das mache ich mal und dann versteht ihr auch mehr das Prinzip hinter den SBCs. Falls ihr Unklarheiten habt, das ist mir wichtig, einfach immer in die Kommentare schreiben. Das heißt hier, ich filter einfach mal nach goldhäufigen Spielern, weil man einfach für diese SBC, wenn wir es hier sehen, wir müssen nur Goldspieler abgeben und auf 40 Chemie kommen. Das heißt, 40 Chemie ist nicht schwer, das habt ihr ja easy. Also, wir machen jetzt einfach mal nur Goldspieler. Dann seht ihr es, wenn ihr Start drückt, dann müsst ihr nicht immer extra das Menü verlassen, sondern könnt direkt hier, seht ihr es, die Position einzeln so gleich wechseln. Das heißt, ich tue hier random einfach Spieler jetzt rein, weil ihr merkt, die Positionen waren jetzt nicht wichtig. Ich bin auch immer für Fragen da. Das heißt, in meinem letzten Video habe ich auch sogar im Juli noch Fragen beantwortet über das Spiel. Das heißt, ich bin bei Fragen immer da. So, ich glaube, jetzt habe ich die SBC fertig. Habe ich 11 Spieler? Ah, ne, der Torwart fehlt noch. Hier haben wir mal den rein, Ochoa. So, das heißt, wir sehen hier, wir haben bestimmte Herausforderungen jetzt abgeschlossen. So, dann drücken wir auf Team absenden. Diese Spieler erhaltet ihr nicht wieder. Das heißt, die werden in eurem Verein gelöscht. Das heißt, ihr müsst aufpassen, dass ihr hier keine guten Spieler von euch reintut. Wenn ihr die hier reintut, die sind für immer weg. Das ist auch relativ wichtig zu beachten. Es ist wichtig, dass ich das erwähnt habe, bevor ihr eure Starspieler da rein tut, weil die erhaltet ihr nicht wieder. Und ja, dafür haben wir jetzt im Shop ein Pack bekommen. Ein zwei seltene Goldspieler-Pack. Das machen wir mal auf. Und vielleicht erhalten wir sogar einen guten Spieler hierin. Wir wissen es nicht. Okay, wir kriegen sogar einen Durchläufer. England, Innenverteidiger. Maguire, 84er. Eine geile Karte. Ist vielleicht jetzt nicht gutes Beispiel, weil die Karte ist vielleicht zu gut für diese SBC. Normal kriegt man da so einen schlechten 84er. Wir haben jetzt hier einen guten, eine schlechte Goldkarte. Wir haben eine relativ gute Goldkarte bekommen. Das ist halt jetzt Glück gewesen so. Er ist zwar nicht spielbar, weil mit 50 Tempo ist keine Karte spielbar. Das sage ich euch gleich. Und ja. So viel dazu. Dann möchten wir nochmal zu den Spielervarianten kommen. Weil es gibt ja mehrere Spielervarianten. Ich bin vorhin nicht auf alle eingegangen. Wir haben ja erwähnt, es gibt Gold Team of the Week Karten. Dann gibt es hier ganz normale Silber. Es gibt Silberkarten, das sind einfach nicht so gute Spieler. Bei Bayern München wäre das vielleicht ein Zweitmannschaftsspieler oder so. Dann gibt es Gold selten, Gold häufig. Gold selten sind meistens eher Stammspieler. Gold häufig. Eigentlich der Unterschied macht keinen Sinn. Das ist einfach damit Gold seltene sind halt 300 Münzen mehr wert. Aber das ist egal. Dann gibt es FUT Champions Karten. Das sind die Karten, die ihr haltet, wenn ihr in der FUT Champions Liga mitgespielt habt. Dann gibt es hier Player of the Month Spieler. Das ist Spieler des Monats. Die kommen dann auch als SBC. Dann gibt es Ikonen. Hier haben wir Legenden. Wir haben einen falschen Filter gesetzt. Wir sehen hier Ikonen. Das sind einfach Karten. Die gibt es als Ikonen. Jede Ikone gibt es dreimal. Das heißt, wenn wir beispielsweise auf Philipp Lahm jetzt gehen, das ist das Musterbeispiel. Wir gehen hier auf Lahm. Ihn gibt es einmal als
Sechser, das ist seine mittlere Karte. Ich erkläre es schon mal so: Jede Ikone gibt es dreimal. Einmal als Baby, einmal als mittlere und einmal als Prime-Karte. Die Prime-Karte ist noch nicht in den Shops. Die Prime-Karte wird erst so gegen Dezember in den Shops sein. Momentan sind nur die mittlere und die Baby-Karte. Die mittlere ist die 89er-Karte. Die ist sogar als Sechser da. Das heißt, ihr seht hier, und den könnt ihr dann sogar zum Stürmer umfunktionieren, wie es der Kollege gemacht hat, auch wenn es keinen Sinn macht. Und der Babylam, den könnt ihr suchen, der ist dann der 87er. Das ist sogar ein Linksverteidiger. Das heißt, momentan der Prime Lahm, der ist eine Rechtsverteidigerkarte. Das ist aber nur bei Lahm so, dass er drei verschiedene Positionen hat, weil er halt einfach jede Karte ist zu einer anderen Karrierezeit. Das ist wohl seine Anfangszeit, klar im Bild erkennbar. Die mittlere Karte ist wohl seine Endzeit bei Bayern, da war ja mal ab und zu Sechser. Und seine Prime-Karte ist halt so, Prime ist die höchste Phase der Karriere. Die wird wahrscheinlich dann wohl so 2010, 11, 12 gewesen sein, wo er einfach seine Prime-Zeit hatte, wo er Weltmeister wurde 2014. Es geht so um den Zeitraum so. Man kann ja auch zu jeder Karte so hier die Karriereeigenschaft lesen, nachdem Philipp Lahm im Jahr 2002. Ist halt nochmal spannend, zum Beispiel zu Ikonen, wo man halt keine Ahnung hat, wenn wir jetzt mal auf irgendeine fremde Ikone gehen, wo man halt nicht so viel weiß, zum Beispiel über, finde ich eine Ikone, über Blanc. Ich kenne ihn nur als Trainer persönlich, aber hier können wir nochmal sehen, der junge Blanc, 86, 87 hat er gespielt. Hier können wir auch seine Karriere-Stats sehen. Und ja. Das soll so viel zu den Karten gewesen sein. Ich muss schauen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was wichtig ist, euch zu erklären. Wir haben jetzt SBCs, wir haben hier nochmal die Ziele. In den Zielen, das ist geil, könnt ihr bestimmte Herausforderungen auch machen und erhaltet bestimmte Packs für. Beispielsweise hier erhaltet ihr eine Once-to-Watch-Kammerwinger-Karte. Müsst ihr diese Mission erfüllen, also trifft in 12 Freundschaftsspielen mit La Liga-Spielern. Ziele in 10, mit 10 Premier League-Spielern in dem Freundschaftsmodus. Das heißt, ihr müsst einfach in dem Freundschaftsmodus einfach diese Mission erfüllen. Hier 5 Flanken mit League-A-Spielern, dann erhaltet ihr diese Karte. Und das geht so weiter und so fort. Hier haben wir Saisonfortschritt, das ist so wie bei Call of Duty oder bei Fortnite. Je nachdem, wie viel EP ihr sammelt, erhaltet ihr bestimmte Packs pro Saison. Eine Saison geht im Durchschnitt 50 Tage, glaube ich. Dann haben wir noch, was haben wir noch hier bei Ziele? Dann haben wir noch die Meilensteine. Hier haben wir sozusagen langfristige Aufgaben, zum Beispiel gewinne 50 Rivals-Partien. Erhaltet ihr ein 100k-Pack. 50 Rivals-Partien zu gewinnen dauert halt auch, weil man gewinnt nicht jede Partie. Ich habe erst 27. Hier Doppelpack, dafür erhaltet ihr aber nur so ein Trophäe, die ist nichts wert. Dann hier wieder ein geiles Pack, dann müsst ihr in 200 Rivals-Partien Tore machen. Und so weiter und so weiter. Also, ihr merkt, das sind einfach langfristige Aufgaben. Hier Squad Battles, spiele 25 Squad Battles. Dann erhaltet ihr ein 2 seltene Goldspieler-Pack. Also, das ist eine längere Aufgabe. Meilensteine, ergibt es ja schon vom Namen, ein Meilenstein. Hier 100, bereite 100 Tore mit Mittelfeldspielern vor. Ich habe erst 92 von 100. Das heißt, in 8 Spielen, in 8 Toren erhalte ich dann das Pack. Hier auch nochmal das gleiche. Dann bereite 100, 500 Tore vor. Das heißt, hier sind einfach langfristige Aufgaben. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen nahe bringen. Falls nicht, schreibt es einfach in die Kommentare, was für eine Frage habt. Ja. Und lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich gerne freuen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.